Jetzt. Läuft es, ja? Hast du ein Video gestellt? Ja. Sehr gut. Warum guckst du mich so an, Gans? Du guckst mich ganz irritiert an, die Gans. Gustav Gans. Fuck. Das hier ist auch nicht schlecht hier, ne? Hast du schon mal irgendwo hast du einen Fernseher? Nein. Hast du schon im Radio, du hörst ja viel Radio, hast du schon mal irgendwas im Radio gehört, dass es um Gott ging? Ja. Bei Corona? Ach so, nee, das nicht, ne? Ah, doch, in Deutschland wurde es erwähnt, dass es Leute gibt, die da sowas über selbsterfüllende Prophezeiungen und so weiter was kommunizieren. Über selbsterfüllende Prophezeiungen, aber das hat ja nichts mit Gott zu tun. Ja doch, das sind einige Gottgläubige, die dann das Gesetz erfüllt haben möchten, ne? Wie es in der Bibel steht oder sowas. Da gibt es ja irgendwelche Offenbarungsgeschichten von Johannes. Und da gibt es halt Leute, die fahren voll drauf ab, ne, und wollen unbedingt Recht haben, dass der Johannes Recht hat mit seiner Offenbarung. Gibt es ja so Leute. Ja, aber das hat nichts mit einer Selbsterfüllung und Prophezeiung zu tun. Das hat dann damit was zu tun, dass sich eine Prophetie erfüllt, oder? Ja, Prophetie, Prophezeiung. Kommt, aber das ist, aber selbsterfüllende Prophezeiung heißt doch, du denkst irgendwie, keine Ahnung, gehst immer davon aus, dass irgendwie, also, oder es gibt doch Leute, die gehen zum Wahrsager, gell? Ja. So, die gehen zum Wahrsager oder zum wie heißt das? Sterndeuter? Sterndeuter, ja. Nee, wie heißt der nochmal? Astrologen? Ja. Und dann kriegst du von denen irgendwas gesagt, zum Beispiel kenne ich jemanden, der wurde gesagt, er würde in späten Jahren noch heiraten und klammert sich die ganze Zeit daran fest, dass das gesagt wurde. Und das ist dann halt die ganze Zeit in den Menschen drin, dass das doch gesagt wurde und dass das doch so passieren müsste. Und dann ist es selbsterfüllende Prophezeiung, weil die sich daran festklammern, oder? An irgendwas, was sie sich einbilden, was aber nicht unbedingt sein müsste. Ja. Aber dass sich die Bibel erfüllt, das steht ja wohl außer Frage, oder? Das hat sich immer alles erfüllt. Ja, das kannst du glauben, wenn du aber weißt, wann die Bibel geschrieben wird und von wem, ne? Und was sie für schriftstellerischen Fähigkeiten hatten, ne? Und dass die Bibel ja auch irgendwelche Vorläufer hatte. Die christliche Bibel, die leitet ja viel aus dem Alten Testament, was relativ ähnlich mit der Tora ist, ab. Ne? Aber hast du schon mal was vom Heiligen Geist gehört? Oh ja, das steht im Neuen Testament sehr viel. Ne? Wer ist denn der Heilige Geist? Ja, das ist wahrscheinlich der Geist, der über uns allen schwebt, den wir nicht sehen. Die evangelische Kirche hat da die heilige Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Da ist das irgendwie da. Das hast du bei der Konfirmation gelernt? Nee, das erzählt jeder evangelische Pfarrer auf jeder Kanzel. Von der Dreieinigkeit? Ja, heilige Dreieinigkeit. Nicht die Dreifaltigkeit, die Dreieinigkeit. Oder Dreifaltigkeit. Vielleicht habe ich mich vergriffen im Wort. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht wird es manchmal so gesagt. Das möglicherweise auch. Ich habe es dann so gesagt. Ja, und wer ist jetzt der Heilige Geist? Das ist das Ding, was du nicht kennst, das dich aber beseelt. Dass du nicht kennst, das dich aber beseelt. Du bist zum Beispiel vom Heiligen Geist besessen. Besessen? Wie kommst du darauf? So wie du redest, ne, dann hast du irgendwelche Inspirationen von irgendwoher. Das nennt man Besessenheit, wenn man Inspiration hat von irgendwoher. Besessen heißt, ist ja im Grunde nichts Negatives. Ne? Man muss es ja nicht gleich mit Negativ besetzen. Man sagt auch, einer ist besessen auf eine bestimmte Sache. Ne? Also fixiert, kann man auch sagen. Aber besessen. Seit wann bin ich denn besessen?
denn besessen, deiner Meinung nach? Ach. Frühstück geht halt anders. Die kenne ich ja leider nicht. Ne? Ja, das kannst du dann ja nicht sagen. Dann weißt du es ja nicht. Ich weiß es nicht. Aber seitdem du mich kennst, denkst du, ich bin besessen. Nein, das denke ich gar nicht. Ne? Seit ich dich kenne. Ne? Gab nicht einen Moment, wo du gedacht hast, nein. Jetzt ist die Juli aber besessen. Nein. Jetzt. Nein. Du strahlst eine enorme Natürlichkeit aus. Ne? Eine Wissbegierde und eine Neugier. Ne? Das kommt gut an. Das die Besessenheit. Ich nenne dich so, wie du bist. Ne? Also du meinst, ja. Der Heilige Geist ist der liebe Gott. Einer von den dreien. Ja, ja. Also es ja, gibt ja nur einen theoretisch Gott. Theoretisch ist ja alles Gott. Ne? Alles. Inklusive allem Bösen. Gott hat das geschaffen, aber es ist nicht Gott. Aber vom Gott durchdrungen vielleicht. Ja, aber wir sollten doch, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen worden. Nee, wir haben nur den Funken haben wir, aber wir sind ja nicht Gott. Ja, aber wir sollen zu Gott werden, indem wir ein Kanal werden. Sollen wir zu Gott werden. Kanal? Ja, nicht Röhre. Ja, sollst du Röhre. Lautsprecher. Werden. Oder ein Stromkabel, aber nicht mit Strom, sondern mit Heiligen Geist. Ja, aber auch da gilt das römische Gesetz. Ne? Das wäre? R gleich Rho mal L durch A. R ist der Widerstand, er rechnet sich aus dem spezifischen Widerstand von Kupfer zum Beispiel, der liegt bei 0,0118. Und A ist die Querschnittsfläche, also die Größe des Leiters, wie dick das ist. Das hat zum Beispiel eine Dicke von 1,5 mm und hat einen Querschnitt dann ungefähr von. Also du meinst, es gibt dicke Kanäle und schmale Kanäle? Ja. Und dann gibt es noch das Maschinengewehr Gottes. Das Maschinengewehr Gottes, das ist das Allerbeste, ja. Willy Graham, ne, dem hat mir das untergejubelt. Und du hast das dem Pater Läppisch, so hieß ja. Der. Der ist auch ein katholisches Maschinengewehr. Ja, der ist mir noch irgendwie. Aus der Vergangenheit noch bekannt. Wie lange ist das Video?